Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Ghostwire Tokyo. Ja, wir befinden uns nun hier. Wer hätte das gedacht? Wir sind hier unten irgendwie reingestolpert und plötzlich kam da so eine ganz hysterische Frau und wollte uns mal voll ans Leder. Das hat sie auch. Wir haben sehr viel Zeug gegessen. Wir müssen jetzt mal wieder Essen sammeln gehen. Wir haben Onigiris hier unten gefunden, einiges. Aber wir wollen jetzt endlich mal dieses Tori-Tor hier befreien. Werden aber erstmal schnell das hier mitnehmen. So. Okay, jetzt befreien wir dieses Dolidor mal. Wie sie einfach kam und uns von hinten genommen hat. Was für eine blöde Kuh. Es strahlt unglaubliche Macht aus. Ja, das ist eine Cola. Wasserweben. Wasserweben ist ein Angriff mit einem Fächer aus Wasser in einem weiten Bereich. Auf kurze Distanz ist er tödlich. Durch Aufladen des Angriffs löst du eine Welle aus, die sich durch Besucher schneidet. Oh. Wir können Wasserweben. Zeig. Boah. Zeig mir. Ich will alles Wasserweben. Wie komme ich denn hier weg? Jetzt mal im Ernst, wie komme ich hier wieder hoch? Wo geht ihr denn her? Seid moderne Sklaven, ist mir schon leid. Ach, hier geht sie doch hoch, okay. Ach, wir mussten das hier unten einsammeln. Jetzt ist das Ding nämlich hier unten. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Gibt es hier unten noch irgendwo welche? Ist die da? Da was? Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Shakikukidugu. Eine Terrakotta-Figur, die während der Jomon-Zeit in Japan hergestellt wurde. Wisst ihr, was mich die erinnert? An das eine Digimon von der Staffel 2. Von Armadillomon, eine Entwicklung war das, glaube ich. Wasserleben kann ich nur 10, oder was? Ja, 10 ist Max, okay. Dann muss er das ein bisschen mal leveln, würde ich sagen. Machen wir auch direkt mal. Indem wir auf unsere Fertigkeiten schauen. Wir könnten natürlich, hier, erstmal hier. Regeneriert zu jetzt 15 LP. Nee, wir wollen das hier. Ätherisches Weben. Was ist das eigentlich? Zum Freischalten weiterer Geister wird ein Magatama benötigt. Ah. Auf 4, sehr gut. Okay, was haben wir hier? Du kannst mit Wasserweben 2 Angriffe gleichzeitig ausführen. Vergrößert den Wirkungsbereich von aufgeladenen Angriffen mit Wasserweben, halten auf 5 Meter. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Okay, sehr gut. Aber das bringt jetzt immer noch nichts. Was ist das? Drücken. Nein, komm zurück. Wir haben also eine Wasserkuhler gefunden. Ich will auch eine Feuerkuhler finden, bitte. Den können wir jetzt mit unserem Wasserweben beglücken. Da will ich aber hoch. Komm ich da hoch? Muss ich da überhaupt hoch oder kann ich die direkt so einfangen? Ah, hier muss man rumklettern. Rumklettern, rumklettern. Wo bin ich? Du bist hier. Ich will dich da einsammeln, bitte. Oh. Oh, oh. Der König der Kredithaie. Ein von KK verfasster Bericht über merkwürdige Todesfälle bei einem Geldverleih. Er wird dir zusätzlich Fertigkeitspunkte für Geisterkräfte gewähren. Oh, 20 Fertigkeitspunkte haben wir bekommen. Das ist aber nett. Muss schon mal sagen hier. Oh. Ach, hier hätten wir auch hochgekonnt wieder. Okay, wir wollen es aber dahin. Ich komme dahin. Ich würde hier fast... Hä?
Die Legende von Sugawara no Michizane. Sugawara no Michizane war ein Aristokrat und Gelehrter, der während der Heian-Zeit 845 bis 903 lebte. Politisch schwamm er gegen den Strom, was dazu führte, dass er des Hochverrats beschuldigt wurde und ins Exil ging. Da er für seinen Intellekt berühmt war, wurde er jedoch letztendlich posthum als Tenjin-sama, ein Shinto-Gott, der Gelehrsamkeit mit einem Schrein geehrt. Oh. So was findet man hier. Das ist aber cool. Meine, wir können da hochklettern. Man klettert nicht alle Tage auf ein Autodach. Hey, wenn das der Besitzer sehen würde. Mann, sind die weit oben. Darauf waren wir nicht vorbereitet. 762. Krass. Weit oben. Shibukei. Hä? Was ist denn da drin? Ich will dieses Gebäude nach oben klettern. Oder sind das einfach nur Bildschirme? Könnte natürlich sein, dass es einfach nur Bildschirme sind. Okay, wir werden jetzt da runterfallen. Ich bin doch da. So. War's das? Gut. Wo ist denn jetzt eigentlich unser, wo wir eigentlich hin wollten? Da vorne sind welche. Nein! Ich musste halt so sterben. Oh, ich hab nichts mehr. Okay. Wo ist er? Da oben? Nee, da. Ach, das ist der neue Bereich, oder? Okay. Ohne Giri. Terry's. Okay, wir schauen erstmal schon auf die Karte. Wir haben jetzt hier das aufgedeckt, scheinbar. Haben wir das da aufgedeckt? Irgendwas haben wir aufgedeckt. Nee, das haben wir aufgedeckt. Der König der Kiditai. Hier kann man einkaufen. Oh! Künstlerische Nekomata, da schauen wir auch gleich mal hin. Also hier unten wäre sogar das nächste Toritor, aber wir werden dann erstmal die Hauptquest weiterverfolgen. Bevor wir hier uns weiter ausbreiten, würde ich sagen. Was ist, warum sehen die anders aus? Ach, das sind Schreien, okay. Nun gut, wir nehmen da hinten die noch mit. Sind wir hier? Ich höre einen Hund. Oh! Oh! Ich muss ihn an der perfekten Reihe haben. Ich hab nichts mehr. Nein! Lauf! Ach du Heilige, wo sind wir denn hier? Oh Gott. Da, gib mir das da. Oh ja. Jetzt geht's aber ab hier, jetzt geb ich euch. Na, Windenergie. Was schmeißen die denn? Thank you.
List. Hui. Unheimlich hier. Baustellen, ja, überall unheimlich. Wahrzeichen entdeckt. Nicht an dich ran. Ich will jetzt erstmal schnell die ganzen Seelen hier einsammeln, bevor ich die vergesse. Oh! Da hinten ist Nebel. Dürfen wir nicht weiter. Wie läuft's? Wie wär's mit ein bisschen Arbeit? Wir haben das gefunden. Yay, Auftrag erledigt. Schön. Erledigte Aufträge. Shop. Magatama. Outfit. Auf Wiedersehen. Nee, ich würde gerne dem KK seine Aufzeichnung kaufen von der anderen Magatama. Nee, von der anderen. Die ist aber auch nicht mehr gefährlich, oder? Hätten wir hinter uns. Was ist denn da los? Wir gehen da gleich mal hin. Ich will erstmal schnell die Seelen wegbringen. Seelen wegbringen, nicht ablenken lassen, Seelen. Ja. Das war jetzt auf jeden Fall ein Haufen. Ja. Wir haben da noch unsere Punkte, stimmt. Ich weiß nicht, wie man das schnell umschaltet, aber R1 ist immer so mit Umschalt. Okay, wir schauen mal ganz schnell hier rein. Hier, Fertigkeiten. Hier, du kannst mit Wasserwind 2 Angriffe gleichzeitig ausführen. Vergrößert den Wirkungsbereich von aufgeladenen Angriffen. Was ist jetzt besser? Wir nehmen das. Gut, an die Arbeit. Wo sind wir denn hier? Ich komme mir gerade vor wie bei Elden Ring. Irgendwie entdecke ich immer wieder was Neues. Vielleicht nicht ganz so krass, aber... Da rein. Das erscheint mir aber sehr gefährlich hier. Das sind ja voll viele. Was geht denn da ab? Ich will da trotzdem irgendwie rein. Ach, wir wollten dort erstmal zu dem anderen hier gucken. Zu dem Geist. Mal gucken, was der macht da mit dem kleinen Mädchen, mit dem kleinen Geistmädchen. Eine Statue ist das. Er schaut sich eine Statue an. Was ist das? So keine. Doch eine Chizu-Statue. Ja, auf Elf. Möge er über uns wachen. Könnt mir gebrauchen. Oh, hallo. Na?
Kommt rein. Ob es hier wohl was Gutes gibt? Klar, diese Katze, bei der geht's gut. Eigentlich nicht. Naja, alles andere. Außer das. Auch hier ist auch eine Telefonzelle. Hä, man kann hier echt rein? Oh, Hund. Irgendein Summtier. Irgendwas lesen? Ach nee, das ist eine Musik. Oh, oh. Bahnhof Shibuya. Oh, die kommen rein. Unser. Ach ja, wir sind ja am Bahnhof. Wo ist denn der Hund hin? Hier war doch eben noch ein Hund. Hä, wieso kann man hier überall rein? Das ist ja mal voll scheiße. Kann ich das doch hier alles erkunden? Das können wir doch nicht mehr machen. Ich fahre nicht mehr mit dem Zug. Für mich ist das kein Problem. Ist irgendwas zu lesen vielleicht? Oh, da. Was ist das? Tragbarer Kassettenspieler. Ein Gerät, das Audiokassettenabspielung klein genug ist, um es herumzutragen. Kann das sein, dass wir immer, wenn wir sowas finden, eine Katze miaut? Oh, da dürfen wir nicht hin. Mist, ich wollte ja eigentlich gar nicht hier sein, gell? Sorry. Okay, im Moment mag ich Sackgassen sehr gern. Das heißt, ich kann mich nicht weiter verlaufen. Okay, hier haben wir noch eine Sackgasse. Hier auch, hier kann man auch nicht rein. Ja, sehr gut. Ah, wir sind wieder draußen, sehr gut. Da dürfen wir nicht hin, das ist böse. Okay, ich bin kurz gierig. Durch. Ja, ich weiß. So, gut jetzt. Kurz hier halt. Darf man da lang? Ah, hier ist die Grenze. Hier darf man noch lang. Okay, also der Bahnhof von Shibuya wird dann unser nächstes, irgendwann unser Ziel. Hier war ja auch noch irgendwo ein Labyrinth. Okay, dann nehmen wir das hier mal mit. Oh Gott, ey, ist einfach voll gemein waren und voll viele waren. Hier haben wir jetzt, sollen wir... Hey, und was hat er? Sie? Willkommen, werte Kunden. Ah, Yakisoba hat die. Oh nein, mich hat doch schon wieder jemand gesehen. Ach, da. Okay, ich weiß nicht, wie viel wir haben. Komm ich da rein.
hier sind wir reingerannt. Okay, hier sind aber viele Telefonzellen. Ich meine, macht Sinn dann im Bahnhof, gell? Macht durchaus Sinn. Gut, dann gehen wir mal hier in diese Telefonzelle rein. Nun, rein. Wir haben zwar nur eins, aber das ist hier nicht so schlimm. Ja, die nehmen wir mal mit, wenn wir einmal da sind. Gut, da oben haben wir einen Tengu, zu dem wir nicht hinaufkommen. Oder? Nee, leider nicht. Ah, da kommen wir aber hin. Ach, guck an. Guck mal, wie viele da sind. Na doch dahin. Nein. Mist. Nein. Ich habe schon sehr lange nicht mehr gespeichert. Mist. Starke Macht. Hier ist etwas in der Nähe. Durchsuche jeden Winkel des Schreins mit Hilfe der Geistersicht. Sie hilft dir auch, zurückgelassene Geister zu finden. Hier haben wir aber schon alles eingesammelt, oder? Ja. Zum Glück waren wir da nochmal dort und haben da gespeichert. Das wäre es uns gewesen. Okay, wir müssen das wechseln. Ja. So. Schnellfeuer. Obwohl, bevor wir uns hier reinwagen, beenden wir jetzt erstmal hier diese Folge. Ich muss meinen Zeigefinger ein bisschen ausruhen. Komm in die Busse rein. Nee. Okay, also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.